Sehr geehrter Am Wort ist nun Michael Hammer von der ÖVP. Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, die heutige Sitzung, und das ist bei einigen Vorrednern und auch die morgige schon angeklungen, hat natürlich schon eine besondere Ausprägung, weil wir natürlich, und das ist keine Frage, in schwierigen, krisenhafter Situation sind. Aber die Entlastungsmaßnahmen, die wir alleine diese zwei Tage beschließen, die sind wirklich ganz von großer Bedeutung, angefangen von der kalten Progression über die zu eben diskutierte Pensionsanpassung, die deutlich bei den kleinen Pensionen über der Inflationsrate liegt, und vor allem auch die Valorisierung der Sozial- und Familienleistungen, die wir jetzt beschließen. Und diese Sitzung, die wirklich viel für die Österreicherinnen und Österreicher bringt, zeichnet sich schon durch ein paar Auffälligkeiten auf. Besonders auffällig, wie in den letzten Monaten, zeigt sich da die SPÖ, weil da werden dieselben Reden noch gehalten, die schon seit 6 Monaten gehalten werden, überhaupt nicht berücksichtigen, was schon an Entlastungsmaßnahmen gemacht worden ist. Ich glaube, ihr müsst euch einmal ein bisschen updaten und ein paar Zeilen dazu schreiben zu euren Reden, weil das ist das, was bei den Menschen ankommt, und das findet sich in euren Reden nicht, weil man halt alles schlecht reden muss, was seitens der Regierung gemacht wird. Aber das ist halt von der SPÖ das, was wir gewöhnt sind. Und eine zweite Auffälligkeit bei der SPÖ ist, dass die Dinge, die heute beschlossen werden, die, und natürlich hat es Koalitionen gegeben, aber man hätte vieles auch machen können, wenn man die Regierung anführt. Vieles, was jetzt gemacht wird, zum Beispiel die Valorisierung der Familienleistungen oder die Abschaffung der kalten Progression, da sagt man jetzt, das ist spät und Zwang und zitiert das Momentum-Institut, weil einem keine besseren Argumente einfallen. Also das ist wirklich eine Selbstanklage, was sie heute da betreibt. Ihr habt in eurer Regierungszeit das nicht gemacht, und hoffentlich wird es auch nicht in Regierungsverantwortung kommen, weil diese Regierung die Maßnahmen umsetzt, die für die Menschen wichtig sind, und nicht das Gejammere, das ihr da vom Rednerpult abliefert. Und ja, es ist die Valorisierung der Sozial- und Familienleistungen, das ist nicht was, was man so einfach macht. Der Bundesfinanzminister hat heute auch seine Budgetrede gehalten, und man muss das entsprechend auch budgetär abbilden. Und wir haben auch in der Vergangenheit, aber ich möchte es nur zitieren, 2014 einmal eine Anpassung der Familienbeihilfe zum Beispiel beschlossen. Frau Kollegin Heine-Schossek, da haben wir einmalig 4% beschlossen, und dann jetzt, zweite Jahr, nur 1,9%, und das war's dann. Jetzt bilden wir die Inflationsabgeltung zur Gänze ab, das ist nachhaltig und kommt bei den Menschen an. Nicht damals diese Einmalgaben, weil sie immer wieder von den Einmalzahlungen reden, das war nicht das Nachhaltige, was damals gemacht wurde. Und eins hat es auch zu den Freiheitlichen. Die Freiheitlichen haben damals auch 2014, wie wir diese Anpassung beschlossen haben, von der Familienleistung einen Antrag gestellt auf Valorisierung der Familienleistungen. Wir haben es damals in der Regierung zwar nicht umgesetzt, aber eines muss man sagen, wir haben eine große andere Familienleistung in dieser Regierung auf den Weg gebracht, nämlich den Familienbonus Plus, der im Übrigen, SPÖ aufgepasst, heuer von 1.500 Euro auf 2.000 Euro pro Kind und Jahr erhöht wird. Also auch das kommt bei den Familien an. Das ist das, was die Regierung umsetzt, und das, was ihr an heißer Luft da von euch gebt, hilft keiner Familie. Michael Hammer von der ÖVP war das. Er ist Bürgermeister der Marktgemeinde Altenberg bei Linz. Er weist naturgemäß die Vorwürfe seiner Vorredner zurück. Diese Regierung handelt, und zwar nachhaltig, so der Abgeordnete.